Rande einer kaum besuchten Galaxie gelegen, ist ein junger Planetoid. Dieser Planetoid, der sich in einer langsamen Rotation um sich selbst dreht, ist eine zwischen zwei Sonnen gelegene Welt. Am Äquator hat sich eine hohe Bergkette gebildet, die den Planetoiden in zwei Halbkugeln aufteilt, jede von einer Sonne erhellt. Die Nordhalbkugel ist wärmer und der Himmel hat dort eine orange Farbe. Aber außer des Gletschergürtels ist das Klima des Gestirns mild. Die Entstehung von Leben an der Oberfläche wurde somit gefördert. Binnen einiger Jahrhunderte haben sich vier Hauptarten entwickelt. Die Pummel, die Hasis, die Quetsche und die Dikos. Bis vor kurzem lebten sie noch in Harmonie, bis ein Tyrann auftauchte. Dr. Funfrock. Seit seiner Machtübernahme lebt die Bevölkerung unter einer Diktatur. Der Tyrann hat einen Polizeistaat geschaffen, wo Misstrauen herrscht. Er ist allmächtig und führt das Volk mit eiserner Hand und dies dank zweier Techniken. Das Klonen und das Beamen. Anhand eines Modells jeder Art dupliziert er unendlich viele billige und ergebene Soldaten. Er kann sie dann augenblicklich versetzen, dank eines Netzes von Beamzellen, das den gesamten Planetoiden deckt. Vor ein paar Jahren hat Dr. Funfrock, das Wohl der Bevölkerung zum Vorwand nehmend, alle Bewohner auf die Südhalbkugel geschickt. Es wird hart durchgegriffen. Es vergeht kein Tag ohne Verhaftungen und selten sind die Widerstandskämpfer, die noch an Freiheit glauben. Um weiter Hoffnung zu schöpfen, erwähnen die manchmal eine alte Legende und den Namen einer Göttin. Sendel. Diese beiden Glauben sind von Dr. Funfrock verboten worden. Während dieser Zeit träumt ein junger Quetsch namens Twinten von seltsamen Dingen. Ja, und damit sind wir bei A Little Big Adventure. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Hierbei handelt es sich um ein sehr, sehr altes Spiel. Es ist, naja, ich wollte gerade sagen, fast so alt wie ich. Das stimmt aber nicht. Es hat noch so 11 Jährchen weniger auf dem Buckel. Aber hier sei schon gesagt, als dieses Spiel erschien, da war meiner einer gerade mal 11 Jahre alt und hat dieses Spiel damals gespielt. 1994. Yo. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir hier aus diesem Menü rauskommen, beziehungsweise ich spiele hier natürlich nicht die Originalversion. Oder was heißt natürlich nicht? Ich spiele hier nicht die Originalversion, ich spiele einen Extended Cut. Oder Cut kann man nicht sagen, eine Extended Edition mit ein paar Sachen, die dazugekommen sind. Die werde ich euch gleich auch zeigen. Das Originalspiel lief damals noch auf DOS und ja, dementsprechend werdet ihr hier auch sehen, das ist jetzt kein grafisches Highlight. Damals war es das allerdings, für mich zumindest, hat mich doch mehrmals beschäftigt, dieses Spiel in meiner Kindheit. Ganze zweimal habe ich das durchgespielt, bis jetzt schon das letzte Mal, lass es aber auch schon 17 Jahre her sein. Also, sprich, ich habe da jetzt nicht so viel Erinnerung daran, dass ich jetzt sagen könnte, ich zocke das jetzt hier geschwind durch, sondern es wird vielleicht noch die ein oder andere Stelle geben, wo es knifflig wird. So, hier steht jetzt, dein Fortschritt wird automatisch gespeichert, das ist mir ja relativ knorke. So,
Jetzt haben wir da oben schon eine Statusleiste, beziehungsweise eine Leiste mit einigen Sachen, die so im Original nicht vorhanden waren. Und der Wärter sagt mir hier jetzt, dass ich stillstehen soll. Ich wackel ja ein bisschen hin und her, hat man gesehen, ne? Was auch neu hinzugekommen ist bei dieser Version, das ist jetzt mit dem Controller spielbar. Der reflektiert ganz schön das Weiß. Das Spiel ist jetzt mit Controller spielbar. Es gab damals auch zwar für die PS1 eine Version davon, aber grundsätzlich auf DOS hat man es mit der Tastatur gespielt. Und sonst nichts. Mit Maus war auch noch nichts. Also sprich, Pfeiltasten, Leertaste und noch ein paar andere Tasten wurden da genutzt. Und das H für die Holomap, glaube ich, ging später. Gut, jetzt halten wir kurz mal still. Du kannst angreifen, indem du die Angriffstaste drückst. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, weil die Angriffstaste natürlich nicht Angriffstaste heißt bei mir auf dem Controller. Aber egal. Der kriegt jetzt auf jeden Fall mal auf die Fresse. Genau, wir sind gleich direkt wieder auf dem Aufzug. Also ich weiß hier schon grob, was zu tun ist. Was ich gleich jetzt zu Beginn des Spiels gemerkt habe, ist, dass der Stick, also der linke Stick, jetzt nicht unbedingt die geilste Methode ist, um Twinsen hier präzise zu steuern. Wir sollen hier aber keine Alarm schlagen, wir wollen ja immerhin raus hier. So, der will mich jetzt auch hauen. Habe ich jetzt beide erledigt. Kannst rennen, indem du die Aktionstaste drückst. Ja, also in diesem Spiel, ich habe schon ein bisschen reingespielt, muss ich dazu sagen, in diese Enhanced Edition, es ist einfach jede Taste eine Aktionstaste in diesem Spiel, von dem her, was soll man machen? Die müsste allerdings, genau, das ist auf meinem Controller die Taste 1. Ich glaube, es entspricht der A- oder B-Taste auf dem Microsoft-Controller. So, hier kann man jetzt auch ein bisschen rumrennen, wenn man den Bock hat. Ich mache das auch mal ein bisschen, einfach nur um ein bisschen hier auch mal zu zeigen, so die Optik. Ja. Wir haben es hier also mit Render-Hintergründen zu tun. Vorgerenderte Hintergründe und Polygonfiguren, die wir steuern, beziehungsweise eine Polygonfigur, die wir steuern. Das Ganze sieht ganz, ganz, ganz knuffig aus, fand ich damals. Also optisch absolut als Highlight, insbesondere wenn man auf DOS, sage ich jetzt mal, nicht allzu viel gespielt hat. Ich habe ja schon eher von Anfang an eher so den Konsolenbereich für mich genutzt. Der hat mich jetzt nicht gesehen, obwohl er mich eigentlich sehen müsste, aber sie sehen einen erst ab einer bestimmten Entfernung. Das ist auch gut so. Wie gesagt, ich weiß ziemlich genau, was ich hier zu tun habe. Am Anfang noch. Hin und wieder wird es allerdings passieren, dass es so aussieht, als wäre ich völlig neu in dem Spiel. So, ich habe jetzt hier Folgendes getan. Ich habe mir so eine Kutte geholt von diesen Wärtern hier, beziehungsweise es sind Pfleger. Pfleger. Also wir sind ja in einer, wie soll ich jetzt sagen, in einer Irrenanstalt. Klingt ein bisschen hart, aber wir sind halt in einer Einrichtung, in der Leute gelagert werden, die nicht ganz dem System hier entsprechen. Denn wir haben ja jetzt im kurzen Intro schon gehört, was hier Sache ist. Ja, wir leben ja also in einer Diktatur unter diesem gewissen Dr. Van Frock. Du hast soeben deinen Personalausweis wiedergefunden. Du hast soeben deinen Holomap wiedergefunden. Benutze ihn mittels des Inventars. Guck mal nachher gleich mit dem Inventar. Das ist, ich glaube, hier die Starttaste. Genau, das ist Holomap. Das ist ein Kleeblatt, das können wir. Ah ja, das ist quasi wie so ein extra Leben. Und unser Personalausweis. So. Also der Dr. Van Frock hat das ganze Volk hier so ein bisschen unterworfen, soll sich alles so an seine Regeln halten. Und weil der gute Twinsen ja Träume hat, ist er gleichzeitig auch wahnsinnig. Muss wahnsinnig sein, weil sonst träumt man sowas nicht, was er träumt. Und deswegen muss der weg. So. Jetzt sollten wir hier eigentlich ganz gut an den Kollegen vorbeikommen. Jetzt sind es ja Kollegen mittlerweile. Hallo. So. Ja, also ich muss die natürlich, ich hätte die jetzt in Ruhe lassen können, aber es bringt halt Herzchen, beziehungsweise meine Herzleiste ist gerade voll, wir sehen es da oben. Also sprich, diese Anzeige, wie gesagt, die gab es im Originalspiel nicht. Da musste man, was denn? Jetzt. Im Originalspiel musste man tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr welche Taste, ich glaube,
Shift- oder Leertaste drücken, um in sein Menü zu kommen, wo man dann seine Herzen und alles sehen konnte. Ist jetzt hier alles auf einen Blick, das finde ich ganz gut. Ja, jetzt sollen wir mal gucken, dass wir hier rauskommen. Moment, hier können wir hier alles Mögliche noch looten. Also es gibt bei dieser Enhanced Edition auch die Möglichkeit, sich so Hotspots anzeigen zu lassen, aber dann würden hier überall, habe ich getestet, irgendwelche Symbole vor jedem Fass, vor jedem Schrank, überall hängen, die einem halt zeigen, so direkt, guck mal, da ist was, was du theoretisch rausfischen kannst. Und habe ich im Original nicht gebraucht, ne? Man geht einfach an jeden Schrank, man geht einfach an jedes Fass, es ist nahezu überall irgendwas drin. Ja. So. Jetzt müssen wir hier noch den Kollegen da drüben ein bisschen erledigen. So. Hallo. Der will mir jetzt auch irgendwas erzählen. Allerdings lasse ich dir nicht weiterreden. So. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel bekommen. Immer wenn wir einen Schlüssel bekommen, öffnet er die nächstmögliche Tür, die einen Schlüssel benötigt. Es ist also nicht so, dass man hier irgendwie 6, 7 Schlüssel sammeln muss für bestimmte Türen. Nein, findest du in einem Raum einen Schlüssel, ist ziemlich sicher, dass er die nächste Tür öffnet, beziehungsweise die nächste wichtige Tür. So. Durch Drücken der Sprungtaste springt er die Standardentfernung. Hältst du die Taste gedrückt, kannst du die Weite und die Richtung des Sprungs anpassen. Ja, das ist auch eine coole Neuerung, gab es im Original so auch nicht. Du kannst dich verstecken, indem du die Verstecken-Taste drückst. Die Verstecken-Taste also, das wäre, ja, Y auf meinem Controller, die 4. Also, ja, wenn es die denn ist. Aber sie müsste es eigentlich sein. Wir werden sehen. So, da sehen wir auch schon Flagge hier am Gebäude FF Fun Frog. Ja, das ist ein lustiger Frosch, ein Spaßfrosch mit CK geschrieben, nicht mit G, wie man den Frog normalerweise schreibt. Da habe ich jetzt ein Kleeblatt gefunden, habe somit 2. Was ich jetzt tun kann, ist hier, wie stelle ich denn, jetzt springt er, wie stelle ich denn ein, dass der die ruhige Haltung hat? Jetzt haben wir die ruhige Haltung, genau. Da ist der Laster, in den müssen wir rein, erkläre ich gleich. Ist jetzt schon zu spät, der kommt aber immer wieder. Also ich habe hier die Möglichkeit, mittels der ABXY-Tasten meine, wie soll ich sagen, meinen Zustand zu ändern. Also da gibt es hier diesen ruhigen, schleichenden, dann gibt es den normalen, dann gibt es, gut, die aggressive Bewegungsweise, die haben sie, glaube ich, komplett weggelassen. Also normalerweise der schleichende Zustand, da schleichst du halt auch beim Bewegen. Beim normalen Zustand bewegst du dich normal. Und normalerweise konntest du im Original noch umschalten in den sportlichen Zustand. Da hast du halt immer so im Stand auch so Aufwärmübungen gemacht. Also ja, macht er jetzt hier nicht. Haben sie aber, finde ich, auch zu Recht weggelassen. Jetzt kommt der Laster schon wieder, ne? Der ist dann gleich wieder weg. Aber das macht nichts, der kommt sofort wieder. Ich möchte euch das ja auch mal ganz kurz zeigen hier. Es ist ein ganz, ganz tolles Spiel und ich möchte mit euch drüber sprechen. Und ihr könnt natürlich auch gerne mit mir drüber sprechen im Kommentarbereich, wenn ihr das möchtet. Ja, und wenn man die aggressive Einstellung einstellt, dann bewegt er sich auch entsprechend. Ich will auf die Fresse und Mann und so. Ja, haben sie zu Recht, finde ich, weggelassen. Muss auch gar nicht sein. Jetzt muss ich hier nur versuchen, mich möglichst vielleicht an dem Kollegen hier vorbeizuschleichen, der da vorne steht. Der bewaffnete Kollege. Kann aber sein, das gelingt mir nicht. Da kommt nämlich schon der Nächste. Aber der läuft nur da vorne so seine Runden. Twinsen ist allerdings in dieser Bewegungsweise sehr, sehr langsam unterwegs. So, dann haben wir hier einen Hasi. Hallo. Hallo. Ich stüffel hier herum. Kann niemand diese Ecke bewachen? Ich verstecke mich im Lastwagen, um nicht von den Wachen bemerkt zu werden. Es genügt, in die Abfälle zu steigen und unauffällig zu bleiben. Genau, das war dieser unauffällig, diese unauffällig Art, die man einstellen kann und dann schleicht man immer und steht auch immer nur so rum, geduckt, ja, und dann sieht einen niemand, dann ist man völlig unsichtbar. Das Ganze sieht dann so, eine... Jetzt genau. Nur noch warten, bis der Lastwagen an Ort und Stelle ist. So, jetzt geht der Twinsen in Deckung
und niemand wird ihn je dort finden. Er ist eins mit dem Müll. So. Ist auch völlig elektrisch, das Fahrzeug. Ja, also damals schon visionär, dieses Spiel. Ja, also bis heute läuft kein Elektroauto so gut wie das Ding da. Gut, wahrscheinlich reicht der Akku auch gerade mal für so kurze Strecken wie dahin und wieder zurück und der und den Müll da ausleeren. Ne? Das Interessante ist, dieser Haufen hier wird niemals voll und der obere wird niemals leer. Nun ja. Ja, jetzt können wir eigentlich wieder normal sein. Ja. Hallo? Wir wollen gleich mal das Springen testen. Also ich kann die Sportlichttaste gedrückt halten, die Aktionstaste, und dann kann ich hier quasi die Richtung wählen, in die ich springe, und dann sehe ich auch, wo ich lande. Ja, und wenn ich nur einmal drücke, dann macht er einen Standardsprung. Und im Originalspiel gab es auch nur einen Standardsprung. Also da musste man halt mehr oder weniger gucken, dass man auch nah genug, sage ich jetzt mal, an der Stelle steht, wo man drüber springen will. Ansonsten, wenn man einen Schritt zu weit weg stand, ist man halt das Loch gefallen. Hallo, wer sind Sie? Hallo? Hallo? Was machst du da? Weißt du, dass du die Plakate lesen kannst? Man muss sich da vorstellen. Okay. Und da wurde jetzt der Text hier abgebrochen. Im Original hat er noch ein bisschen länger geredet. Langes Leben und Heil dem verehrten Dr. Van Vogt, der uns vor dem Aberglaube rettet. Okay, also ist jetzt hier sogar automatisch von Twinsen gelesen worden. Normalerweise hätte der jetzt noch ausgeführt, dass man sich davor stellt und die Aktionstaste drückt. Ein neues automatisches Überwachungsmodul kreist durch die Stadt. Alle Bürger müssen stehen bleiben, sobald es sich in ihrer Nähe befindet. Okay, also dieses Überwachungssystem, das lernen wir gegen später noch kennen, ich denke im nächsten Video, weil das hier wird nicht mehr allzu lang. Bei diesem kleinen, feinen, schnuckligen Spiel möchte ich die Videolänge tatsächlich sehr angenehm halten. Warum geht der Mann jetzt wieder raus? Er soll doch da reingehen. So. Hallo? Hallo. Guten Tag. Hallo. Kann unmöglich auch die Truhe mit meinem steifen Rücken öffnen. Helfen Sie mir und Sie können einen Teil des Inhalts behalten. Es genügt, sich vor die Truhe zu stellen. Au! Sie können auf diese Art lauter solche Sachen durchstöbern. Wandschränke, Mülleimer und so weiter. Also alles. Da ist zum Beispiel ein Herzchen. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben ja volle Energie. Und hier ist ein bisschen Kohle drin. 25 Credits. Oder wie heißen sie? Taler? Ich weiß gar nicht, wie die... Caches. Caches heißen sie in dem Spiel. Genau. Danke, Hase. Tschüss. So. Ja. Ich würde sagen, hier ist gerade niemand. Wir hören schon irgendwas rumlaufen. Wenn man es hört, ich hoffe es. Ja, und wir werden, denke ich, an dieser Stelle im nächsten Video weitermachen. Von der Länge her reicht das. Ich will es, wie gesagt, bei einer angenehmen, durchaus angenehmen Lauflänge halten, damit da auch sich keiner von irgendwelchen 30, 40-minütigen Videolängen hier abschrecken lässt. Da kann man sich doch ruhig mal die knappen 20 geben. Also, ich würde sagen, es geht genau an selber Stelle im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst gern ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr das Spiel vielleicht kennt, selber aus eurer Kindheit oder vielleicht auch gerade für euch entdeckt habt, denn es ist ja nun auf Steam tatsächlich in dieser Enhanced Edition vertreten. Könnt ihr natürlich auch gerne im Kommentarbereich dazu was da lassen oder können wir da gerne drüber diskutieren. Würde mich auf alle Fälle freuen. An dieser Stelle ist es das gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.